was ist unser philosophischer Ansatz? Wie kommen wir dahin? Also, wenn man bei Heidegger unmittelbar einsetzt, der in seiner Abhandlung Der Ursprung des Kunstwerkes ja vielleicht wirklich auch Maßstäbe noch einmal setzt. Er sagt, Kunst ist das ins Werk setzen der Wahrheit. Diese grundlegende Wahrheit, diese Aletheia, diese Lichtung, die bei ihm eine so fundamentale Bedeutung hat, kommt im Kunstwerk gewissermaßen in eine bleibende Erscheinung. Es gab natürlich andere Kunstphilosophen. Eine bleibende Erscheinung? Eine bleibende Erscheinung. Also wer das einmal als bleibende erkannt hat, der weiß dann Bescheid. Es ist ja die Frage, ob das ein propositionales Wissen ist, das ist es nur sehr begrenzt, oder ob es wirklich auch eine jeweilige Erfahrung bedeutet. Mhm. Und da wäre man in einem fast hermeneutischen Feld. Gadamer hat das ja ähnlich ausgehend von Heidegger verstanden wie Partitur und Aufführung. Also das Werk ist erstmal da, da ist es ins Werk gesetzt, da ist auch gewissermaßen das Materiale und der Entwurf zusammengeführt. Aber die Erfahrung der Kunst ist jeweils eine neue und eine spezifische. Es muss aufgeführt werden, es muss erneuert werden.